Also angefangen hat bei mir alles vor circa 3 Jahren. Ich war bei meiner Oma zu Hause, wir waren alleine und haben so über ganz witzige Familiengeschichten geredet, worüber man halt so redet mit seiner Familie. Und es war so ungefähr 7 abends vorbei und ich habe dann zu ihr gesagt, Oma, ich glaube, die Uhr ist stehen geblieben, weil die zeigte halt Punkt 6 Uhr an. Und in dem Moment, als ich ihr das gesagt habe, hatte sie plötzlich Gänsehaut, das habe ich an ihrem Arm gesehen, war extrem ruhig und hat vor sich hingestarrt. Und ich habe dann gefragt, Oma, habe ich was Falsches gesagt? Ist irgendwas nicht in Ordnung? Die Uhr ist stehen geblieben. Und sie hat halt irgendwie einfach nichts sagen wollen, ist aufgestanden, hat die Uhr von der Wand genommen, hat die Batterien ausgetauscht und hat sie wieder aufgehangen. Dann hat sie sich wieder zu mir gesetzt und ja, dann habe ich sie nochmal gefragt, was ist los? Du bist so komisch. Und sie sagte dann, nee, es ist alles gut, aber es hat sie einfach nur an etwas von früher erinnert. Und ich habe dann gesagt, wieso, was ist los? Und ich habe dann in ihrem Gesicht gesehen, dass sie echt zweimal überlegt hat, ob sie mir das jetzt wirklich erzählen soll oder nicht. Hat sie aber dann, ja, dann hat sie halt angefangen zu erzählen, dass als sie 6 Jahre alt war ungefähr, sie lebte mit ihrer Mutter, ihrem Vater und ihrer Schwester auf dem Berg in so einem Haus. Also wir leben ja in Tirol in Österreich und ja, die haben halt in so einem Haus gelebt, in so einem kleinen. Und ja, sie war halt so 6 Jahre alt, und da war halt gerade Zeit des Zweiten Weltkriegs und ihr Vater war halt im Krieg als Soldat. Und es war ein paar Tage vor Ende des Krieges, da mussten sie halt ins Bett gehen um 8 Uhr. Sie hatten so eine Kuckucksuhr und immer zur vollen Stunde hat diese Kuckucksuhr gezwitschert. Und dann immer um 8 Uhr, wenn der Vogel zwitschert, mussten sie ins Bett gehen. So, das war ihr Ritual, das ist halt einfach so. Und was halt dann einmal sehr, sehr komisch war, war, dass sie waren schon im Bett. Und um circa 22:45 oder sowas zwitscherte die Uhr halt einfach so ohne Grund. Und hinterher war diese Uhr einfach komplett kaputt. Also man konnte irgendwie auch nichts mehr reparieren oder so. Man muss sich das wirklich wie so eine Klischee-Kuckucksuhr vorstellen. Da ist so dieser Vogel, der mit so einem Federding, der kommt raus, geht wieder rein, raus, rein, raus, rein. Und der blieb halt dann einfach, er blieb draußen und die Uhr blieb stehen und es ging gar nichts mehr. Und die musste man halt so aufziehen immer und selbst das ging halt einfach nicht mehr. Und genau, dann haben die Uhr abgehangen und einfach weggebracht, weil sie einfach kaputt war. Ein paar Tage später kommt ein Freund von der Familie zu ihnen nach Hause und der war halt auch Soldat. Und der Krieg war vorbei, er ist nach Hause gekommen. Ja, wo ist Papa? Er musste halt die traurige Nachricht überbringen, dass er halt vor ein paar Tagen gefallen ist. Er wurde erschossen und das musste er halt denen beibringen. Das war halt erstmal so eine Schocknachricht und man musste das auch erstmal verarbeiten, logischerweise. Und irgendwann hat man halt doch drüber geredet, wann ist es passiert, wie ist es passiert. Und es war halt eben um 20 vor, 22:45, als er erschossen wurde und es war genau an diesem Tag. Dann war ich 2 Wochen, nachdem meine Oma mir das mit der Uhr erzählt hat, wieder bei ihr zu Hause und wir haben wieder so über dies und das geredet. Ich muss jetzt sagen, mein Opa ist gestorben, als ich sehr, sehr klein war. Und das ist halt deshalb passiert, weil bei uns ist das halt, es war halt früher so, wenn es geregnet hat und neben unserem Haus war halt so ein Bach, da ist ein Bach und der war halt immer höher, sobald es geregnet hat. Und mein Opa und ein paar andere Nachbarn haben dann halt immer so Holz aus dem Bach gefischt, was halt dann immer wieder so rangeschwommen ist. Das haben die rausgefischt.
und halt, ja, getrocknet und das konnte man dann halt einheizen. Das war einfach sehr toll. Jedenfalls ist halt ein Unfall passiert. Es war sehr hohes Wasser. Mein Opa hat Holz gefischt wieder mal und er ist reingefallen und er wurde in München irgendwo wieder gefunden. Tot. Jedenfalls hängt da halt ein Foto von meinem Opa in der Küche und ich habe halt dann zu meiner Oma gesagt, es wäre echt schön gewesen, wenn ich mit ihm mal hätte singen können oder sowas, weil mein Opa war halt ein sehr, sehr erfolgreicher Sänger in so einem Chor. Genau, und weil ich ja selber singe, es wäre halt für mich sehr toll gewesen. Es gibt auch alte Aufnahmen von ihm und das war halt immer so sehr emotional für mich. Und dann habe ich halt das zu meiner Oma gesagt und dann hat sie halt angefangen zu erzählen, so als ob es ganz, ganz normal wäre. Er kommt ja ab und zu. Und ich sag so, wie jetzt? Er kommt ab und zu? Was meinst du jetzt genau? Ja, er hat mir ja schon ein paar Sachen gezeigt und hat mich gefragt, wie es mir so geht. Und ich sag dann, Oma, bitte rede Klartext, was willst du mir jetzt sagen? Weil es klingt gerade so, als wärst du eine verrückte Alte, die irgendwas erzählt, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Und dann sagte sie halt, sie hat das noch nie jemandem erzählt, weil sie weiß, dass andere das sehr, sehr, vor allem junge Menschen, dass sie das halt sehr, sehr komisch finden und halt nicht sehr glaubwürdig. Und ich sagte dann, Oma, bitte erzähl es mir, du kannst mir alles erzählen, du kennst mich. Und dann sagte sie, ja, genau deshalb. Und dann hat sie halt erzählt, als mein Opa gestorben ist, ein paar Tage später, es war halt im Herbst so und man hat halt so das Laub im Garten zusammengekehrt. Und jedenfalls sagte sie dann, als ich da so beim Laubkern war, gucke, es war halt ein ganz, ganz großer Garten. Sie guckte auf die andere Seite des Gartens und da hat sie meinen Opa gesehen, wie er ihr geholfen hat, dieses Laub zusammenzukehren. Mit einem anderen, wie sagt man das in Deutschland? Rechen. Laub zusammen. Rechen. Genau. Und da hat sie ihn halt gesehen, wie er ihr geholfen hat. Und das hat sie halt dann irgendwie ganz schön gefunden. Und das geschah dann immer wieder, über Jahre hinweg bis heute, dass er ab und zu einfach vor ihr steht. Sie sagte auch einfach, sie denkt einfach an gar nichts. Sie steht in der Küche, sie ist am Kochen und plötzlich lehnt er gegen den Kühlschrank. Er steht einfach da, lehnt gegen den Kühlschrank und fragt, wie geht's dir? Und sie sagte dann einfach, gut. Und dann ist er wieder weg. Und sie hat mir da ein paar Dinge erzählt. Es ist immer wieder mal, dass er irgendwo steht und sie einfach mal was fragt oder ihr einfach nur zuguckt. So, und während das passiert, hat sie halt einfach so das Gefühl, er ist immer da. Egal was ist, er ist immer da, er guckt ihr zu, er ist an ihrer Seite. Und es ist wirklich egal, wem du das erzählst. Jeder sagt, es ist einfach so, wenn jemand stirbt, den du liebst, du hängst halt einfach daran und bildest dir das ein, aber so, wenn ich sowas höre, dann kommt mir immer alles hoch, vor allem weil mir selber ja jetzt einiges passiert ist und das ist halt einfach sehr, ja. Und wenn dir halt sowas Schönes passiert, dann darfst du das nicht einfach so abtun. Man kann ja glauben, woran man will, aber es ist halt einfach, ja, Glaubenssache. Was das Ganze mehr oder weniger beweisen könnte, ist halt, dass meine Oma so um 2002, 2003 rum einen Traum hatte mit meinem Opa, der halt schon gestorben ist. Mein Opa hat meiner Oma aus dem Bett geholfen und gesagt, komm, wir gucken uns jetzt mal die Wohnung an. Die Wohnung. Und meine Oma ging halt dann mit ihm mit. Und dann gingen sie halt zusammen in so ein Haus, in so ein Wohnhaus mit mehreren Wohnungen, was halt noch im Rohbau stand. Und dann gingen sie halt hoch, die Treppen bis ganz nach oben und in die Wohnung, also die erste Tür rechts, in diese Wohnung rein. Und dann, ja, alles noch im Rohbau und dann war halt so dieser Traum vorbei. Meine Oma konnte sich das halt irgendwie einfach nicht so erklären. Sie hat halt geträumt, es war mitten am Tag, sie gebe meinen Opa in ein Wohnhaus, das im Rohbau steht, in eine Wohnung rein.
ganz hoch die Treppe, die erste Tür rechts in diese Wohnung rein. Und das war der Traum. Und 2-3 Jahre später ist mein Onkel aus dem Elternhaus ausgezogen in ein Wohnhaus, was fertig war, nicht mehr im Rohbau, das 2002 noch im Rohbau stand. Und seine Wohnung war ganz oben die erste Tür rechts. Es war in meinem Pflichtpraktikum letzten Sommer und das müssen wir von meiner Schule aus machen und ich habe halt gekellnert und es war halt Sommer, es war sehr heiß, es war um 10 Uhr circa am Abend, 10 Uhr halb 11. Die Leute wollten Cocktails, sie wollten Spritzer, whatever, halt einfach ganz, ganz viel Eis. Und das Eis war in der Truhe einfach komplett leer. Und ganz unten im Keller, im Tiefkühler, hat man halt so diese Boxen mit Eiswürfel auf Reserve. Ich muss jetzt erstmal sagen, ich hasse diesen Keller. Ich bin nicht so, dass ich mir denke, in der Dunkelheit oder in engen Räumen oder wie auch immer, ich habe einfach keine Angst, das macht mir alles nichts aus. Auch die Dunkelheit, wenn ich draußen irgendwo alleine durch den Wald gehe, es ist mir einfach egal. Ich habe da keine Angst. An diesem Abend musste ich halt dann runtergehen und dieses Eis raufholen. Und mir war in diesem Keller immer schon extrem unwohl. Ich glaube, jeder kennt so ein bisschen dieses Gefühl, in manchen Räumen, wenn man irgendwo reingeht und man einfach das Gefühl hat immer, ich habe Angst, um die nächste Ecke zu gehen, weil ich weiß, dass da irgendwas ist. Und wenn ich da rumgehe, dann da ist halt einfach irgendwas. Und das Gefühl hatte ich da schon immer. In diesem Keller und in dem anderen, der Keller, der für die Gäste ist, also wo die Toiletten sind und so. Weil früher schon, das Restaurant, das gibt es ja schon seit Ewigkeiten. Und wir sind da auch ganz oft hingegangen, als ich noch ganz klein war. Und ich habe schon immer gehasst, runter zu diesen Toiletten zu gehen. Ich hatte immer Angst, in diesen Spiegel zu gucken auf den Toiletten. Ich weiß nicht warum, aber dieser Spiegel, ich habe mir teilweise, dachte ich mir wirklich, ich mache mir lieber in die Hose, als darunter gehen zu müssen zu diesen Toiletten. Und dann ging ich, immer wenn ich da reingehen musste, ich habe mir immer die Augen zugehalten oder habe halt immer so ein bisschen mit den Händen diesen Spiegel verdeckt. Ich konnte nicht in diesen Spiegel gucken und ich weiß nicht warum. Und das ist halt auch bei diesem anderen Keller, bei dem, ja, wo diese Lebensmittel und Tiefkühler und Kühler sind. Und da bin ich halt dann runter und wollte halt dieses Eis raufholen. Mir war ja sowieso immer schon unwohl, aber da ist es halt passiert. War aber tatsächlich dieses Mal nichts ahnend, weil es einfach sehr, sehr stressig war. Und dann muss halt die Praktikantin ganz, ganz schnell runterlaufen und ganz, ganz schnell dieses Eis raushacken aus dieser Kiste. Und dann habe ich das halt geholt, ging aus diesem Tiefkühler raus, durch die Tür. Und mir ist das Eis aus den Händen gefallen, weil da so eine Gestalt im Türrahmen stand. Die war so schwarz, groß, ganz schlank, mit langen Armen. Ich stand da, hab dieses Ding gesehen. Es stand da so vor mir und hat die Arme mit diese langen Armen, mit diesen Fingern. Das war, es, die, diese Gestalt, die war so ein bisschen, also nicht durchsichtig, aber halt einfach so, als ob man durchgehen könnte. Und ich hatte halt so ein richtig panisches Gefühl, aber ich konnte mich nicht bewegen. Und dann hat dieses Ding die Arme lang ausgestreckt und wie wenn sich die Finger lang ziehen. Und zwar so durch mich durch. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ist jetzt wirklich schwer. Die Arme einfach ausgestreckt und die Finger sind ganz lang geworden, als ob dieses Ding mir etwas aus mir rausholen wollen würde. Es ist so durch mich durch und dann war es weg. Und in dem Moment, als es so durch mich durch oder in mir drin, ich hatte keine Ahnung, was das war. Und als es so durch ist, ich hatte so ein Gefühl, als würde jemand
aus meinem Bauch einfach alles, was ich in mir habe, einfach alles rausholen. Und dann bin ich halt, wollte ich halt raufrennen. Konnte ich aber irgendwie nicht. Ich bin losgerannt. Und da war dann ja sofort eine Treppe. Ich bin dann bei dieser Treppe einfach liegen geblieben. Hab mich zusammengekauert. Ich konnte mich einfach nicht bewegen. Und ich habe keine Ahnung, was das war. Aber ich weiß ganz bestimmt, dass das keine Einbildung war. Und ich bin da so gesessen. Und ich weiß, ich habe das Zeitgefühl da komplett verloren. Ich weiß nicht, wie spät es war. Ich saß da, hab geheult, krampfhaft geheult, hab geschrien, ich hab so laut geschrien. Irgendwann, weil da war halt noch eine andere Praktikantin, die aber in der Küche war, die kam dann runter, hat mich gesehen, hat dann dem Chef geschrien und hat gesagt, Scheiße, was ist los mit dir? Und wollte mich halt hochheben, aber ich konnte, ich hab gesagt, ich kann nicht und geh rauf, ich wusste, dass das Ding da noch war. Ich wusste, dass es noch da war und ich habe gesagt, geh hoch, lauf hoch. Ich habe mich da echt tagelang danach noch sehr, sehr leer gefühlt. Das war ganz komisch. Es war halt dann so, irgendwann bin ich dann hoch, weil die mich dann hochgetragen haben. Zu dritt haben die mich hochgetragen. Die haben gesagt, ich war so schwer und ich bin halt einfach sehr klein auch. Und das war halt irgendwie ganz komisch. Die mussten mich zu dritt da hochziehen. Und Gott. Und dann habe ich mich halt da hingesessen. Die haben gesagt, du arbeitest heute nicht mehr, du sitzt jetzt da. Und bevor ich mich aber hingesetzt habe, habe ich mir Zettel und Stift geholt und habe das aufgezeichnet. Als ich dann nach Hause gefahren bin, also als das passiert ist, mein Chef war ja da, aber meine Chefin nicht, die war da halt schon zu Hause. Und am nächsten Tag hatte ich morgens früh Dienst und ich kam halt so, es war so 7 Uhr morgens. Und ich kam so rein und sagte guten Morgen und sie sagte auch so guten Morgen und guckt mich ganz komisch an. Und dann war es halt so, dass meine Chefin, als dann diese ganzen Gäste vom Frühstück weg waren, da kam sie dann zu mir und sagte, wir müssen mal reden. Und ich dachte so, oh Gott, die wirft mich jetzt raus oder sowas. Und dann sagte sie halt, ich wusste schon immer, dass du ganz besonders bist. Ich habe gesagt, inwiefern? Und dann sagte sie, ich gehe ja, weil die haben halt auch so ein paar Zimmer, weil es halt so ein kleines Hotel auch ist. Die haben ein paar Zimmer und sie geht halt auch immer Betten kontrollieren und ob das halt alles passt. Und eines Tages guckt sie halt so beim Bett, alles okay, dreht sich um und sie hat sich auch ganz unwohl gefühlt und plötzlich kniet vor ihr. Wieso, also da kniet eine Person mit bettelndem, mit gefalteten Händen, als ob diese Person sie anbetteln will, hockt da so eine Person, sie hat sie beschrieben als in Form eines Menschen, aber gelblich und durchsichtig, wie so ein gelber Nebel. Wie so ein gelber Nebel, aber in Menschenform vor ihr mit gefalteten Händen, Kniefall, als ob er sie um Vergebung betteln würde. So hat sie mir das beschrieben. Und dann sagte sie, sie glaubt mir das vollkommen. Und sie hat auch das Gefühl, in diesem Haus stimmt halt was nicht. Und als ich ihr das erzählte, sie sagte, seit ich da bin, fühlt sich alles in mir ganz anders an. Besser, sagte sie, besser. Und ich war halt ganz verwundert und war aber halt auch der Überzeugung, weil die lügt mich ja nicht an. Die Chefin kommt nicht zu dir und erzählt dir sowas im Vertrauen. Wenn das eine Lüge wäre oder sowas. Das war ein sehr, sehr schreckliches Erlebnis irgendwie. Das Letzte, was ich noch zu erzählen habe, sind so diese Dinge, die zu Hause passieren. Die passieren aber nur, wenn ich alleine zu Hause bin. Denn wenn mein Bruder oder meine Mama da sind, passiert das absolut niemals. Nur, wenn ich alleine bin. Das ist mir wirklich richtig aufgefallen. Und zwar, seit diesem Praktikum ist es halt regelmäßig passiert, eigentlich immer, dass wenn ich mein Radio, wenn ich den anhatte und ausgeschaltet habe, dass es sich von selber wieder einschaltet. Und das war halt einfach immer. Und dann habe ich ihn wieder ausgeschaltet und dann habe ich ihn wieder eingeschaltet.
Also hat er sich wieder eingeschaltet, dann habe ich ihn wieder ausgeschaltet, dann hat er sich wieder eingeschaltet. Und das war halt, das ist immer, das passierte einfach immer. Und irgendwann war ich so angepisst davon, dass ich ihn einfach ausgesteckt habe und ich habe ihn auch seitdem nicht mehr benutzt. Und seitdem ich ihn nicht mehr benutze, passieren ganz, ganz viele andere Dinge. Ganz, ganz viele kleine Dinge, die ich ganz, ganz komisch finde. Zum Beispiel, mein Fernseher schaltet sich, wenn ich gerade hier am PC sitze, dann passiert es, dass er sich von selber einschaltet. Wenn ich einen Film gucke, schaltet er sich von selber aus. Die Lautstärke wird plötzlich ganz laut. Oder die Sender wechseln von selber. Oder, das war vor meinem Abschluss, da habe ich meine Schultasche eingepackt. Die stand auf meinem Bürostuhl. Und zwar genau so, weil wegen Schwerkraft und so, dass sie nicht umfallen kann. Die Bücher liegen nämlich so, dass... Jeder kennt das. Man legt die Tasche immer so hin, dass sie nicht umfällt. Und nicht mal annähernd so. Ich weiß das ja noch ganz genau. Die lag genau so, dass sie nicht umfallen kann, weil die lag auf dem Stuhl. Die stand nicht, die lag. Und dann war es halt so, dass ich einpacken wollte, weil ich halt etwas vergessen habe. Und dann drehe ich mich um. Und in dem Moment, als ich mich halt so umgedreht habe, war es wie, als würde jemand die Tasche einfach nach hinten ziehen und dann ist sie halt auf den Boden gefallen. Aber halt genau in die entgegengesetzte Richtung, wie sie eigentlich hätte fallen sollen, wenn sie nicht richtig gelegen wäre. Versteht man, was ich meine? Die ist genau so dann umgefallen, also umgefallen, wie als würde sie jemand ziehen. Genau so, wie es nicht passieren kann. Und das war halt genauso in dem Moment, als ich mich umgedreht habe. Und das war voll komisch. Was mir halt auch noch ab und zu auffällt, ist, dass Dinge irgendwo plötzlich liegen, wo ich sie nicht hingelegt habe, wo ich sie niemals hinlege. Jeder kennt es, dass man irgendwie sein Handy sucht oder so, aber nein, das ist nicht so, dass man nicht weiß, wo man es hingelegt hat, sondern es ist einfach so, als würde dein Radio plötzlich im Klo stehen. Wisst ihr, was ich meine? Das sind halt so jetzt diese kleinen Dinge, die halt mir passieren zu Hause, die ich jetzt eigentlich nicht ganz so schlimm finde, aber die ich halt einfach ganz komisch finde. Aber was halt wirklich ganz, ganz schräg ist, ist, dass meine Nachbarn, wir wohnen halt in so einem Wohnhaus mit 4 Wohnungen. Meine Nachbarn sind halt öfters mal auf Urlaub oder wenn halt dann 2 Wochen Ägypten oder sowas. Und die haben halt eine Katze und wir passen halt öfters dann mal auf. Und abends, wenn ich die halt, meine Mama macht das halt immer morgens und ich mache es halt abends. Und dann gehe ich rüber und dann passiert es halt, dass die Katze irgendwie irgendwas verfolgen will. Ich streichel die und dann guckt sie plötzlich, als würde jemand vorbeigehen und die guckt der Person so ganz langsam nach. Das habe ich schon ganz, ganz oft bemerkt. Vor allem, weil Tiere ja vielleicht sowas ja merken, wenn da etwas ist. Und die hat halt da irgendwas mit dem Kopf verfolgt, als würde etwas ganz, ganz langsam vorbeigehen. Und was halt auch komisch ist, ist halt so dieses Verhalten von ihr. Weil die das früher nicht hatte. Und jetzt ist es halt so, wenn ich drüben bin, manchmal, die kommt zu dir, die miaut und... Wie es halt süße Katzen machen, die schleichen dann um deine Beine und wollen gestreichelt werden und schnurren. Und sofort fängt die an zu fauchen. Guckt in dein Zimmer, weil die haben irgendwie von dem Kind... Und die guckt da rein und faucht. Und ich frag mich dann manchmal, bist du gestört oder ist da was? Weil ich sehe nichts. Ich versuche die dann irgendwie so ein bisschen zu beruhigen. Das war einmal, das war letztes Jahr. Und meine Mama kam vor 3 Tagen zu mir, weil die sind gerade wieder in Ägypten. Vor 3 Tagen kommt sie zu mir und sagt zu mir, ist die Mona, also die Katze, ist die bei dir auch so komisch manchmal? Und ich sage, ja, warum? Ja, weil ich die gestreichelt habe und alles wie immer. Und plötzlich faucht die mich an, stellt die Haare hoch, als würde sie wollen, dass du, das geh dahin, so. Oder geh weg oder geh nach Hause oder wie auch immer. Weil dann, wenn sie das gemacht hat, dann läuft sie sofort wieder zu ihrer Katzentür und läuft raus.
Jedenfalls ist das halt alles ganz, ganz komisch. Das sind halt jetzt einfach alles so meine Erlebnisse, die ich hatte bis jetzt. Und ob man jetzt daran glaubt oder nicht, oder ob da jetzt irgendwas ist oder nicht, ich bin eigentlich davon überzeugt,